Verkaufsvideos zählen zu den verkaufsstärksten Medien im Internet, wenn es darum geht, Produkte, Kurse, Dienstleistungen, Coachings etc. im Internet zu vermarkten. Hallo, mein Name ist Mario Burgert von Burgert Direct Response und ich möchte dir hier heute von einem unglaublich beeindruckenden kleinen Tool erzählen, das mir in meinem Arbeitsalltag tatsächlich unglaublich viel Zeit einspart. Denn ich bin hauptberuflicher Direktresponse-Werbetexter und schreibe halt eben sehr viele Videoskripte und produziere unglaublich viele Verkaufsvideos, weil ich darüber meine Produkte, Kurse, Coachings, Dienstleistungen sowie die, ich wiederhole das jetzt nicht nochmal, Angebote meiner Klienten vermarkte. Ja? Also zum allergrößten Teil setze ich Verkaufsvideos ein und dementsprechend bin ich mindestens einmal in der Woche an einem solchen Verkaufsvideo ja dran. Und dann ist es so, dass in meinem Workflow ich mir angewöhnt habe, zuerst das Skript zu schreiben, weil ich dadurch besser meine Kreativität entfalten kann. Das heißt also, zuallererst nehme ich mir ein solches Dokument wie dieses hier. Das kann ja jetzt Word sein, bei mir ist es Pages, es kann natürlich auch ein Google Drive-Dokument sein und so weiter und so fort. Hauptsache, ich kann ein Textdokument und kann da reinschreiben. Und dann schreibe ich mein Videoskript. Das kann ich besser editieren, als wenn ich es direkt auf die Folien bringe. Und da haben wir auch schon Problem 1. Wenn dieses Skript fertig ist, dann muss das auf Folien. Und das kann jetzt beispielsweise Keynote sein oder PowerPoint oder eben von Google das Äquivalent. So, und ich kenne meine Zeiten wirklich absolut genau. Ich weiß ganz genau, wenn ich, sagen wir mal, 250 Folien mache aus meinem Videoskript, das so und so viele Seiten lang ist. Es ist in der Regel, glaube ich, 24 Seiten lang. Ist immer ein bisschen abhängig davon, wie viele Sätze ich auf eine einzige Folie bringe. Dann brauche ich locker einen halben Tag dafür. Also 4 bis manchmal, je nachdem, je nach Aufwand, je nach Bilder, die ich einsetze, 6 Stunden. Also 4 bis 6 Stunden, um überhaupt das Skript auf die Folien zu bringen. Und dann habe ich es noch nicht gesprochen. Dann muss ich also am besten mit einem zweiten Monitor links die Moderatornotizen und rechts den eigentlichen Monitor, den ich dann abfilme, das Ganze sprechen und weiterklicken. Ja, und dann hätte ich das zusammen, dann muss ich dann natürlich ein bisschen schneiden, ein bisschen anpassen und so weiter und so fort. Alles in allem, da ich mittlerweile viel Übung habe, brauche ich für so einen Ablauf ungefähr einen Tag. Das Skript zu schreiben dauert je nachdem auch ein bisschen länger. Wenn es für einen Klienten ist, wo ich mich in einen neuen Markt einarbeiten muss, dann kann das natürlich noch ein Stückchen länger dauern, als wenn ich es für meinen eigenen Markt schreibe. So viel zur Ausgangssituation. Und jetzt habe ich hier ein kleines Tool, was dies alles völlig verändert. Und das machen wir jetzt live. Und zwar habe ich jetzt meinen Workflow verändert. Ich habe immer noch mein Dokument hier. Aber wenn ich dieses Dokument geschrieben habe, so wie dieses kleine Beispiel, welches du jetzt hier sehen kannst, dann nehme ich mir Audacity zum Beispiel. Ja, da kannst du nehmen, was du möchtest. Audacity ist ein kostenfreies Tool für Mac und für Windows. Ich kann hier mein Mikrofon einstellen. Ich nutze das Samsung Meteor und kann dann hier auf Aufnahme klicken und wechsle in mein Skript. Spreche das runter. Wenn ich mich verspreche, dann muss ich das natürlich noch schneiden. Und hier habe ich dann eine fertige Version, die ich dann exportiere. Und das habe ich jetzt bereits getan, weil ich ja, während ich meinen Screencast mache, das nicht auch noch vorführen kann. Mein Skript habe ich auch geschrieben. Und jetzt machen wir Folgendes. Ich kopiere mir das. Command C, bei Windows ist es STRG-C oder du kannst natürlich rechte Maustaste kopieren und so weiter. Hab mir das jetzt kopiert in die Zwischenablage, wechsle in mein Tool, das da heißt EasyVSL und wähle mir ein neues, einen neuen VSL aus. Ja? Und du siehst, ich habe das Tool erst seit 2 Tagen und habe schon ordentlich Gas gegeben und kann nur sagen, das Ding ist absolut geil. Easy VSL. SL, YouTube. Ja, das reicht. Ja? Wichtig ist, dass ich hier wähle Paste Text, weil ich will ja meinen Text einpflegen.
Dann klicke ich auf OK und dann fragt er mich, was willst du denn für eine Folie? Und da ich also aus einer Reihe von Split-Tests weiß, dass die absolut nackte Folie sehr viel besser konvertiert als alles andere, wähle ich die, wähle mir meine Schrift aus. Auch das, darunter habe ich einige Möglichkeiten zur Auswahl. Auch Open Sans wähle ich, weil die aktuell modern ist und ebenfalls gut konvertiert. Gehe auf Next und dann komme ich in ein kleines Fensterchen, paste hier meinen Text, den ich eben gerade kopiert habe und dann lege ich los. Denn ich kann meinen Cursor hier hintersetzen und sage dann Add Splitting Mark. Und dann siehst du hier so ein kleines rotes Splitting Mark. Und das habe ich jetzt gerade markiert und kopiere mir das. Und dann gehe ich hin und mache da einen Marker hin, ja, mit Command V oder STRG-V in dem Moment. Und das hier ist schon, das wäre eine relativ große Folie. Ich würde das jetzt nochmal unterteilen in zwei Folien, um im Internet Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten. Punkt, Punkt, Punkt. Ein Splitting-Markt. Punkt, Punkt, Punkt. Dann kann dieses Tool auch für dich unglaublich viel Zeit einsparen und ziemlich sicher mehr Geld. Denn Zeit ist das höchste Gut. Einmal versprechen, niemals wiederkommt. Und da setze ich meinen Marker hin. Dann setze ich hier hinter die drei Pünktchen noch meinen Marker hin. Und da setze ich meinen Marker hin. Da ebenfalls. Das Smiley wollen wir auch nochmal einzeln stehen lassen. Und die End ebenfalls. Das war's. Jetzt gehe ich auf Next. Dann sagt er, hier, guck nochmal drüber, ist alles gut. Ich sage, ja, jetzt momentan gefällt mir das. Und dann habe ich meine Folien fertig. Ist das gut? Wenn ich das wollte, dann kann ich jetzt hier beispielsweise noch irgendein Bild einsetzen. Ich nehme jetzt einfach mal das, weil es schnell geklickt sein kann. Und du hast gesehen, ratzfatz ist das Bild im Skript drinne. Das nehme ich aber jetzt wieder raus. Ich wollte es nur demonstrieren. Ich kann es jetzt hier größentechnisch anpassen und positionstechnisch ebenfalls. Da EasyVSL auf dem Computer installiert wird, gibt es hier auch kein Hochladen, sondern einfach ein Importieren. Aber ich mag jetzt meine nackten Folien mal so haben und entscheide mich, dass das alles gut ist. Gehe auf Next und da habe ich meine Folien. Kann hier links meine Audio-File auswählen, die ich auch schon vorbereitet habe, wie Jean Pütz sagen würde, EasyVSL YouTube Audio öffnen. Jetzt wird das Ganze importiert, die Waveform wird kreiert und da das ja jetzt relativ kurz ist, das Ganze, geht das auch relativ schnell. Wenn es ein 28-minütiges File ist, kann das schon mal eine Minute dauern. Und jetzt beginne ich mit folgendem. Achtung! Ich möchte dir hier von einem radikalen Zeitsparer berichten, der meinen täglichen Arbeitsaufwand um ein Vielfaches reduziert. Und wenn du ebenfalls Verkaufsvideos dazu einsetzt, um im Internet Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten, dann kann dieses Tool auch für dich unglaublich viel Zeit einsparen. Und Zeit ist ziemlich sicher mehr wert als Geld, denn Zeit ist das einzige Gut, welches einmal verstrichen niemals wiederkommt. Ach, und solltest du noch gar keine Abonnentin oder ein Abonnent meines Kanals sein? Solche Tipps und Tutorials findest du hier zahlreich und es kommen regelmäßig neue Videos hinzu. Abonnieren lohnt sich. Am besten du holst das jetzt direkt nach. The End. Das war's. Und jetzt hast du beispielsweise gesehen, ich habe hier irgendwo die Folien nicht, ja, timinggerecht angepasst. Also wechsle ich zur ersten Folie, markiere die in grün und weiter Hallo, geht's. liebe YouTube-Abonnentin, lieber YouTube-Abonnent. Jetzt kannst du Ich das möchte dir sehen in der hier von Mitte. einem radikalen Zeitsparer berichten, der meinen täglichen Arbeitsaufwand um ein Vielfaches reduziert. Und wenn du ebenfalls Das Verkaufsvideos passt. dazu einsetzt, um im Internet Produkte und Das passt nicht. Ja. Jetzt nehme ich die Markierung von der Folie raus, setze dann eine Folie vorher und ab dann startet das Video. Wenn du ebenfalls Verkaufsvideos dazu einsetzt, um im Internet Produkte und Das war's. Dienstleistungen zu vermarkten, dann kann dieses Tool auch für dich Ja, unglaublich viel. jetzt speichere ich mir das. Und jetzt veröffentliche ich das und nenne das nochmal Easy VSL Test YouTube. Ja, Choose Destination Directory. Also das heißt, ich sage, leg's mir mal bitte auf den Schreibtisch. Dann wähle ich meine Videoqualität aus, exportiere die Nummer. Und während ich dir jetzt hier davon erzähle, wie begeistert ich davon bin, denn nicht nur, dass es hier relativ sauber exportiert, sondern ich habe ja die Möglichkeit, auch die Slides nochmal nachzuarbeiten. Ich kann also problemlos mein Video für einen Split-Test bearbeiten. Und du hast gesehen, jetzt ist das Video fertig. Open Video.
Jetzt macht er mir wieder Parallels auf. Vielen Dank. Das war jetzt natürlich nicht so entspannt. Genau. Deswegen wechsle ich jetzt nochmal rüber und gucke, wo es liegt. Da oben liegt's. Öffnen mit VLC-Player. Und dann gucken wir mal. Hallo, liebe YouTube-Abonnentin, lieber YouTube-Abonnent. Ich möchte dir hier von einem radikalen Zeitsparer berichten, der meinen täglichen Ja. Arbeitsaufwand um ein Vielfaches reduziert. Und wenn du ebenfalls Verkaufsvideos dazu einsetzt, um im Internet Produkte und Dienstleistungen zu Windows vermarkten, 7 dann kann Extreme dieses Tool auch successfully für dich started. unglaublich viel Zeit einsparen. Und Das war Zeit jetzt ist absolut ziemlich live, viel Geld, schneide ich auch deshalb nicht wird raus, Zeit lasse ich das ganz einzige frech drinne, da Geld, hast du mal das kleine gesehen, Strichchen sowas niemals kann auch verdient. passieren. Und solltest du noch gar keine Ja, das Video ist Abonnentin haben, fertig, sieht echt gut aus, ist radikal schnell gewesen. Dieses Video läuft immerhin 10 Minuten. Natürlich ist klar, es war ja auch nur ein kleines Beispielvideo, aber daran kannst du sehr gut nachvollziehen, wie schnell das geht. Und diese ganze Datei, das Video war jetzt, ich glaube, 2 Minuten Hallo, oder was liebe in der Länge. YouTube-Abonnentin, liebe Aha, YouTube-Abonnent, da ich sagt mir möchte dir Parallels, hier er ist von einem fertig. Windows braucht immer ein bisschen länger. Das machen wir jetzt mal wieder zu. So, und ja, also hier kannst du sehen, auch von der Dateigröße her, es ist unglaublich entspannt. Und ein Video, welches zum Beispiel 28 Minuten lang ist, das ist auch wirklich nur knapp 60 MB groß, ist also noch sehr schlank, lädt sehr schnell, auch für die schlankeste Internetleitung. Ja, und daran kannst du sehen, wie ratzfatz das funktionieren kann. Es ist echt entspannt. Ich bin so begeistert. Und das ganze Ding kostet 47 Dollar aktuell. Das ist ja nix, 42 Euro. Das ist nichts. Ja, und wenn du das erstehen möchtest und dir das gefallen hat, was ich dir hier gezeigt habe, dann findest du unter diesem Video auch einen Link, um das Tool zu besorgen. Natürlich bekomme ich daran eine kleine Affiliate-Provision. Du honorierst damit, dass ich mir die Mühe gemacht habe, dir das hier zu zeigen. Somit hast du für dich einen Einblick, ohne ein größeres Risiko einzugehen. Und wenn du grundsätzlich daran interessiert bist, Verkaufsvideos zu gestalten und das in einer hohen Geschwindigkeit, dafür gibt es von mir einen speziellen Kurs, der komplett darauf ausgerichtet ist, in möglichst 3 Tagen ein Verkaufsvideo zu gestalten. Der ganze Kurs heißt Quick VSL in 3 Tagen zum Verkaufsvideo. Und wenn du jetzt in die Videobeschreibung schaust, findest du auch dazu einen Link und kannst dir mein Angebot dazu anschauen. Ich wünsche dir viel Erfolg in deinem Business. Bis dahin. Bye bye.